Anstalt. Tiffany's Wohnung. Oh, seine Ex. Machen wir immer zuerst. Carla. Hallo. Ich heiße Barney. Inspektor Carla Valenti. Sie wollen zu Janos, habe ich recht? Er befindet sich im zweiten Flur rechts. Wenn Sie fertig sind. Schon wieder Stromausfall. Heute bereits der 6. Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator. Wie gesagt, Janos Zelle befindet sich im zweiten Flur rechts. Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen. Ich überwache alles. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Danke, Barney. Im zweiten Flur rechts, alles klar. Der Gute komisch. Ich traue dir nicht. Ich wusste nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach. Kane war der Mörder, das stand fest. Dennoch musste ich erfahren, was es mit diesem seltsamen Kirstenmord auf sich gehabt hat. Da liegt eine Karte. Was sind das eigentlich für Bonuspunkte? Ich kapiere es bis heute nicht. Hallo Inspektor, ich warte hier auf Sie. Gut, danke. Erinnert auch ein klein wenig an L.A. Noir. Was ich auch nicht spielen kann, weil es nicht für PC gibt. Ach, ja. Hallo, ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist. Zeichnung. Ich sehe, zeichnen Sie gerne. Das gefällt mir. Was genau stellt es dar? Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, mich aufzusuchen, Inspektor Valenti? Einen Irren, wie Sie wissen. Was ich sage, ist doch bedeutungslos. Oder etwa nicht? Vielleicht aber nicht für mich. Bitte, Anton, erzählen Sie mir, was Sie wissen. Ein Mann und eine Frau in einem Waschsalon. Sie ist leicht korpulent. Mit hispanischen Zügen. Er hat ein Messer im Auge stecken. Woher wissen Sie das? Ich war dort. Ich kann durch seine Augen sehen. Bei jedem seiner Morde bin ich dabei. Wer ist der Mörder? Das weiß niemand. Keiner sieht ihn. Er hinterlässt im Gedächtnis der Menschen keine Spuren. Aber ich weiß, dass er existiert. Er ist unter uns, unsichtbar. Er ist überall. Warum? Warum bringt er Leute um? Er will auf die andere Seite blicken. Er sucht ein kleines Mädchen. Er wartet schon sehr lange. Er will sie und wird alles tun, um sie zu kriegen. Warum? Warum passieren diese Morde? Warum müssen diese Leute sterben? Die Welt ist nicht, was Sie glauben. Der orangene Clan hat im Geheimen alles unter seiner Kontrolle. Er beobachtet und bespitzelt uns ohne Unterlass. Er nimmt jedes unserer Worte auf und weiß genau, was jeder in jeder Minute tut. Er ist überall. Beziehung. Und was hat das mit den Morden zu tun? Sie wollen absolute Macht. Und die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Sie streben nach Unsterblichkeit. Ich muss wieder los, Anton. Danke für Ihre Hilfe. Die muss wieder los. Es ist bereits zu spät. Die Kälte wird uns alle niederraffen. Eine neue Rasse wird sich erheben. Das Ende der Menschheit. Das Ende der Menschheit.
dir das an. Hunderte spiralenförmige Muster an den Zellenwänden. Warum ist er von dem Symbol so besessen? Ah, interessiert es Sie, was meine Zeichnungen bedeuten? Die Antwort auf alle Fragen. Der Anfang vom Ende. Das Alpha und das Omega. Es endet alles dort. Okay. Lief alles nach Wunsch? Ich werde Sie... Mist, diesmal scheint es ernst zu sein. Anscheinend ist unser Notstromgenerator noch nicht angesprungen. Nur Geduld. Manchmal dauert's eine Weile. Wir warten so lange hier. Was war das? Oh Gott. Die Zellentüren. Sie haben sich alle geöffnet. Der Stromausfall hat die Verriegelung außer Betrieb gesetzt. Was? Heißt das, die Patienten können die Zellen ungehindert... Psst. Keine Bewegung und kein Geräusch. Sie dürfen uns nicht bemerken. Nur keine Panik. Wir warten einfach, bis das Licht angeht. Nun schön still. Bleiben Sie dicht hinter mir. Der Wärter. Sie haben ihn erwischt. Ich muss hier weg. Sonst finden die mich auch. Wenn ich nicht ruhiger atme, kippe ich in Ohnmacht. Und sie kriegen mich garantiert. Oh Gott. Schnell. Ich muss hier weg. Ich sehe gar nicht, wo ich langlaufe. Oh nein, ich höre jemanden. Da kommt jemand näher. Ich will bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Er geht weg. Dann weiter. Spannung. Er ist genau neben mir. Ah, fuck. Nein! Kurz geatmet. Und damit endete alles. Meine Angst übermannte mich und damit war mein Tod besiegt. Ich werde nie herausfinden, was an jenem kalten Januarabend im Restaurant wirklich geschehen ist. Ah, verdammt nochmal. Auf. Sehr gut. Oh Gott. Ich will mal kurz die Zellen reintragen. Hallo? No. Was ist für ein Schwachsinn? Damit endete alles. Ach Mann. Meine Angst über... Ich wollte mich noch umgucken, dachte, da irgendwo noch Bakaden. Und nicht schon wieder. Ah, okay, diesmal laufe ich direkt zum Ausgang. Ohne Umweg. Oh nein, ich höre jemanden. Da kommt jemand näher. Ich will bloß nicht bewegen, Carla. Den Atem an. Er geht weg.
weiter. Ich hasse sowas im Dunkeln. Er ist genau neben mir. Und lass mich nicht sehen? Er geht weg. Ich kann weiter. Komm, Licht, geh endlich an. Gott sei Dank haben sie es geschafft. Das hätte schlimm enden können. Die automatische Verriegelung hat die Türen zu den Zellen geöffnet. Wird sie verletzt? Ist wirklich alles in Ordnung? Klar, Barney. Alles bestens. Ich liebe es, mit einer Horde Psychopathen im Dunkeln Verstecken zu spielen. Echt? Ich auch hoch.